Now, today is a day of liberation. Heute ist ein Tag der Befreiung. It's a day of liberation from all superstitious ideas. Es ist der Tag der Befreiung von allen Vorstellungen des Aberglaubens. So we will show you how things developed. Wir werden euch zeigen, wie sich die Dinge entwickelt haben. God chose Israel to write the Bible, to give you the word of God. Gott hat Israel dazu auserwählt, die Bibel zu schreiben, euch das Wort Gottes zu geben. But more so, und darüber hinaus, to introduce you to the only one God. Euch diesen allein einzigen Gott vorzustellen. Not quantity of God, but the quality of God. Es ist nicht die Menge der Götter, sondern die Qualität Gottes. He's not part mighty, he's almighty. Und er ist nicht nur teilmächtig, sondern allmächtig. Somebody asked me, said, did God also create the other people besides Adam? Und jemand hatte mich gefragt, ob Gott auch die anderen Menschen, die neben oder vor Adam existiert haben, geschaffen hat. Of course. Who else? Natürlich, wer sonst sollte das machen? Did God create Satan? Hat Gott Satan geschaffen? Who else? Of course. Natürlich, wer denn sonst? Did God create the aliens? Hat Gott die Aliens geschaffen? They're flying on the UFOs? Of course. Who else? Die in den UFOs herumfliegen? Natürlich, wer sonst? Everything else is, as you say, Unfug. Or Unfug. Unfug, ja. Ja, alles andere ist Quatsch, Unfug. And this comes from the root of superstition. Aber es kommt aus der Wurzel des Aberglaubens. Now, once you study not the offspring of his creation, but the creator himself, he will explain to you everything. Und wenn du einmal anfängst, nicht die Geschöpfe zu studieren, sondern den Schöpfer selbst, dann wird er dir alles erklären. Freedom from fear and superstition. Frei von Furcht und Aberglaube. Job said in Job 3:25, what I fear comes upon me. Hiob sagte, was ich fürchtete, das kam über mich. What I dread befalls me. Und wovor mir Angst war, das hat mich befallen. Fear is the negative magnet that pulls negative stuff. Furcht ist der Magnet, dann die negative Seite des Magnetes, die Negatives anzieht. Plus keeps on giving and always has. Das Plus gibt immer und hat trotzdem. Minus takes, takes, takes and never has enough. Das Minus nimmt, nimmt, nimmt und hat trotzdem nie genug. Think about that. These are principles. Das sind Prinzipien. Thinking principles. Minus always wants more and somehow needs more and what they got is gone and they want more. Das Minus braucht immer etwas und hat nie genug und was es hat, das ist trotzdem immer irgendwie weg. Like a bucket without a bottom. Das ist wie ein Eimer ohne Boden. But plus is of God. Das Plus kommt von Gott. Remember, the good seed is the plus. Denk daran, die gute Saat ist dieses Plus. The tare is the minus. Das Unkraut ist das Minus. And they grow side by side. Und sie wachsen Seite an Seite. In what? In worin? Something neutral. In etwas Neutralem. Something that is not plus, something that is not minus. In etwas, das weder Plus noch Minus ist. So if you are neutral, wenn du neutral bist, then the majority of your genes and spiritual genes is healed. Dann ist die Mehrheit deiner geistlichen Gene fällt. Ja. You don't care either way. If I live, I live. I don't die. If I die, I die. Dich geht das alles nichts an. Wenn du lebst, dann lebst du. Wenn du stirbst, dann stirbst du eben. If I eat a piece of bread in the morning or not, it doesn't matter to me. Ob ich am Früh ein Brot esse oder nicht, das spielt keine Rolle. You don't care neither way. Just blah. Du kümmerst dich um gar nichts. Du bist einfach da. And these are the masses. And these people can be easily manipulated. Das ist die Menge der Menschen oder die Mehrheit der Menschen und diese Mehrheit kann ganz leicht manipuliert werden. Why? Warum? Because they would like to be like the good seed, the plus. Weil sie gerne wie die gute Saat, wie das Plus sein würden. But the way they go about it is wrong. Aber wie sie dahin kommen wollen, das ist einfach der falsche Weg. They would like to be like the Kenites or the tares. Sie wollen wie die Keniter, wie das Unkraut sein. Which fashion comes from? Wo, a trend, wo die Mode herkommt, die Trends gesetzt werden. Hey, yo, how you doing? Hey, hey, rapping. Hey, cap to the right. Yeah, I'm somebody. Still feel. Das ist immer noch Feld. Hey, yo.
Fashion, you know, sophistication. Die Mode und all dieses Gekünstelte. Lagerfeld, Calvin Klein, Hauptfeiger, whatever. Lagerfeld und Calvin Klein und all diese Modelabel. And these are images. Das sind Bilder. Football is also an image. Auch Fußball ist ein Bild. And we aspire to these images as if this is something true. Und wir schauen diese Bilder an, als ob sie etwas Wahres wären. And through these aspirations we can be easily manipulated. Und die, durch diese Anschauung können wir ganz leicht manipuliert werden. How? Wie? To sell. Damit etwas durchbezahlen. Yeah. To sell. To verkaufen. Um etwas zu verkaufen. Yeah. Until your house is full of Klamotten to the roof. Bis dein Haus voll Klamotten ist bis unter das Dach. This is what I want to be. Das wäre ich gerne. And then you have to give it to the Sperrmüll. And then buy more. Dann musst du es in den Sperrmüll schaffen, um Neues kaufen, mehr kaufen zu können. I don't like cramped up rooms. I like space. Space is great to me. Ich mag solche zugemüllten Räume nicht. Für mich sind weite Räume Gnade. Sie stellen Gnade dar. Lie is never a lie. Eine Lüge ist nicht eine Lüge. It's pretentiousness. Sie ist etwas Vorgespieltes. Yeah. That's why it's called illusion. Deswegen nennt man sie Illusion. No one bluntly lies and tells you, I am lying to you. Niemand wird dir direkt ins Gesicht lügen und sagen, ich habe dich gerade angelogen. They veil it in the veils of convincing truth even. Sie verpacken das in eine fast überzeugende Wahrheit. Also es sieht so aus, als ob es wahr wäre. To sell it to you. Um es dir verkaufen zu können. It is like the hook or like the lure. For the fish. Es ist wie dieser Köder oder der Haken für den Fisch. And the fish bass usually they snap it because they think it's a wonderful fish. Und die Fische, die beißen da hinein, weil sie denken, das ist etwas, was gut schmeckt. And they get hooked on it. Und dann haben sie den Haken im Maul. That's how you catch the fish. So fängt man Fische. So are caught people as well. Jesus, I'll make you fishers of men. But with the truth and not with illusion. Und so sollen auch wir Menschen fangen, weil Jesus gesagt hat, ich werde euch Fischer, zu Fischern, zu Menschenfischern machen, aber auf die richtige Weise. Ihr sollt sie mit der Wahrheit fangen. See? You can catch a lot of fish with illusion. Du kannst mit Illusionen viele Fische fangen. Majority. Die Mehrheit. That's why we have minority of those who are in the truth. Deswegen gibt es nur diese wenigen, die in der Wahrheit sind. Many are called. Viele sind berufen. Few are chosen. Nur wenige sind auserwählt. Big difference, huh? Das ist ein großer Unterschied, oder? This is the wisdom of God that we have to learn. Das ist die Weisheit Gottes, die wir lernen müssen. So, something we fear that we do not understand and we do not know. Wir fürchten das, was wir nicht kennen und das, was wir nicht wissen. Here we start with religious superstition. When men discover that we can easily manipulate people to selfish advantage. Wir fangen an mit dem religiösen Aberglauben, wenn die Menschen erkennen, dass sie andere für ihre selbstsüchtigen Ziele leicht manipulieren können. Whether to set up my own religion, um ihre eigene Religion aufzubauen, movement, ihre eigene Bewegung, whatever, and then I become the king and the king becomes a god and so on and so on. Und dann werden sie der König davon und dieser König wird irgendwann zum Gott. They shall no longer sacrifice their sacrifices to the goat demons with which they play the harlot. This shall be a permanent statue to them throughout their generations. Leviticus 17:17. Im 3. Mose 17, Vers 7 steht, sie sollen forthin ihre Opfer nicht mehr den Ziegendämonen opfern, denen sie nachbuhlen, das soll ihnen eine ewige, gültige Ordnung sein für alle ihre Geschlechter. Unknown gods. Das waren unbekannte Götter. Deuteronomy 32, verse 17. Im 5. Mose 32, 17 steht, they sacrificed to demons who were not gods, to gods whom they have not known, new gods who came lately, whom your fathers did not dread, did not fear. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die später gekommen waren,
die ihre Väter nicht gefürchtet haben. They did not know them. Sie haben sie nicht gekannt. So they did not fear them. Deswegen haben sie sie auch nicht gefürchtet. Right? But when they fear them something mystical, und als sie sie gefürchtet haben, dann ist etwas Mystisches passiert. They got seduced by mystery. Sie wurden von diesen Mysterien verführt. These elements are among us, with us, all the time. Und diese Elemente sind mit uns und unter uns immer. So we could say, well, God created Adam and Eve. Wir können sagen, Gott hat Adam und Eva geschaffen. Yes. But Satan created the aliens. Und Satan hat die Aliens geschaffen. And many people believe that. Und viele Menschen glauben das. They say, this is the kingdom of Satan. Und sie sagen, das ist das Königreich Satan. Is Satan a king? Ist Satan ein König? Is it written in the Bible that he is? Steht es irgendwo in der Bibel, dass er ein König ist? Did God explain to you Satan? Hat Gott dir Satan erklärt? Because God speaks the truth. Weil Gott die Wahrheit sagt. Did he explain to you in truth who Satan is? Hat er dir in Wahrheit erklärt, wer Satan ist? So we have dualism. Wir haben Dualismus. We have the good God and we have the bad God. Wir haben diesen guten Gott und den schlechten Gott. No wonder we are confused. Kein Wunder, dass wir da verwirrt sind. There's so much preaching and teaching and so many television channels and so many satellites preaching the gospel, but with dualism. Es gibt so viele Fernsehsendungen, so viele Kanäle, auf denen das Evangelium gepredigt wird, aber alle predigen es im Dualismus. Ja. Yeah. This picture I've seen on internet and you just picked it up. I didn't tell him to do this, but you can see it, you know. Also ihr könnt dieses Bild hier sehen, das habe ich im Internet gefunden und wir haben es irgendwie gleichzeitig gesehen. Jesus is the Christian God. Jesus ist der christliche Gott. Struggling with the devil. Er kämpft mit dem Teufel. And we are in between watching the match. Und wir sind dazwischen als Schiedsrichter. It's a football match. Das ist ein Fußballspiel. A wrestle match. Oder ein Ringer. But ein Ringkampf. Question is this true or die Frage ist es wahr oder ist es eine Illusion? The more you are advanced in the truth makes you free. Je weiter du in der Wahrheit fortgeschritten bist, umso freier wirst du. From what? Wovon? From superstition. Vom Aberglauben. From illusion. Von den Illusionen. Bottom line, the lie. Also grundsätzlich gesprochen frei von Lügen. In John 8. Johannes 8. Verse 44, Jesus says, when the devil speaks, he speaks from his own nature, because he's the father of liars and lies. Johannes 8, 44 sagt Jesus, wenn der Teufel redet, dann spricht er Lügen, weil er dann von seinem eigenen redet. Und er ist ein Lügner. If he is everywhere and he keeps on lying, how can I shield myself from him? Wenn er überall ist und wenn er ständig liegt, wie kann ich mich dann vor ihm schützen? He is invisible and I'm visible. Er ist unsichtbar und ich bin hier sichtbar. Right? Are you computing yet? Denkt ihr nach? God gave you higher IQ already, so. Gott hat euch bereits einen hohen IQ gegeben, also nutzt ihn. You see, if you have to localize the devil. Wenn du den Teufel lokalisieren musst. And John localized him for us. Und Johannes hat es für uns getan. That's 1 John 3. In 1. Johannes 3. And you see there that Jesus came to destroy the works of the devil. Erst ihr seht, dass Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. And in verse 9 says, und in Vers 9 heißt es, not like Cain, es sollt nicht sein wie Cain, who killed his brother Abel, der seinen Bruder Abel getötet and why hat. Did he do it? Und warum hat er das Because gemacht? His deeds were evil. Weil seine Taten böse waren. There is the devil. Da habt ihr den Teufel. You have the Kenites from him. Von ihm kommen die Keniter. And you have the tares from him. Von ihm ist das Unkraut. Now, when you are in the truth, tell me. Wenn du jetzt wirklich in der Wahrheit bist, dann sag mir mal. And such a Kenite, such a devil, such a tear, lies to your face, playing illusion. Wenn so ein Keniter, so ein Unkraut, so ein Teufel dir gerade ins Gesicht lügt. What do you know? Was weißt du dann? You know that it's a lie. Dann weißt du, dass es eine Lüge Who ist. Who tells you so? Wer sagt dir das? The spirit of truth. Der Geist der Wahrheit. But if you don't have the spirit of truth and you're on the same turf, on the same territory, you'll be manipulated. Wenn du aber den Geist der Wahrheit nicht hast und in dieser gleichen Situation wärst, dann wirst du manipuliert. That was God's fight over Israel.
Das war Gottes Kampf um Israel. Israel was constantly influenced by pagans and it was very fashionable to have many gods. Israel wurde ständig von Heiden umringt und sie waren in ihm und es war eine große Mode, viele Götter zu haben. It's an image. Something adopted. Something fake. Das ist ein Bild, etwas, was sie angenommen haben. Ein, was sagt man, fake? Fake. Fake, not true. Pretentious. Unwahres, vorgespieltes. But it's worse. They sacrifice to demons. Und noch schlimmer, sie haben diesen Dämonen Opfer dargebracht. Let me explain demons to you. Ich will euch einmal kurz erklären, was Dämonen sind. India is full of demons. In Indien gibt es jede Menge Dämonen. Because all the millions of gods, weil all die Millionen Götter, are the formerly living people that ruled India. Sind all die Menschen, die früher gelebt haben und Indien beherrscht haben. And they're dead. Die sind jetzt tot. And they're worshiping them. Aber sie beten, die Lebenden beten sie when an. You conjure the spirit of the dead, wenn du den Geist der Toten hervorrufst, you make yourself unclean, machst du dich unrein damit und du machst dich Dämonen besessen. Actually, that's what Moses told us. He said, they're worshiping basically the dead. Ja, und unser Bruder in Indien, Moses, der hat uns das erklärt, dass die Inder die Toten anbeten. People go to the graves and call up the dead. Die Menschen gehen zu den Gräbern und rufen die Toten wieder herauf. The legion man was living in the grave, in the tomb. Der Mann, der diese Legion hatte an Dämonen, der wohnte zwischen Gräbern. He did exactly the same what the legionaries were doing. Und er machte genau das, was die Legionäre auch getan hatten. They were violent when they were dying, shedding blood when they were dying. Als sie starben, waren sie gewalttätig und haben Blut vergossen. And this man was doing the same thing to him. Und der Mann hat das Gleiche mit sich selbst gemacht. But when Jesus made him free, als Jesus ihn dann frei gemacht hat, he clung on to Jesus, the hat truth. Er sich an Jesus, an die Wahrheit gehängt. He didn't wanna go. Er wollte dann nicht mehr weggehen. He says, go to your people now, tell them what I have done for you. Und Jesus sagte aber, geh jetzt zu deinem Volk und erzähl ihnen, was ich mit dir gemacht habe. Go and spread the truth, because beside them there were many other people possessed with demons. Geh und verbreite die Wahrheit, weil neben ihm gab es noch viele andere dämonenbesetzten Menschen. But this stuff evolved so much that they started to sacrifice to demons. Aber diese Sachen, die haben sich so sehr entwickelt, dass sie angefangen haben, diesen Dämonen Opfer zu bringen. The fools, the Satanists, they have the goat for a symbol. Die Satanisten, diese Dummköpfe, die haben diesen Ziegenkopf als ihr Symbol. And the Christians said, oh. Und die Christen, die sitzen da und zittern, die Satanisten. You see, the devil has a plan. Satan has a plan. Satan has no plan. The devil has no plan. Das ist der Plan des Satans. You are speaking plan that doesn't exist. Aber der Teufel und der Satan, sie haben keinen Plan. Sie bekommen einen in den Mund gelegt, der gar nicht existiert. You become an ambassador of the devil, telling about the devil, glorifying the devil. Und du wirst wirst ein Botschafter des Teufels, indem du solche Sachen verbreitest, dass er Pläne hätte. Satan said, I never thought about this. This preacher gives me good ideas. Und Satan sagt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber was die Christen sagen, das ist eine gute Idee. The preacher gives me good ideas. Was der Prediger sagt, das ist eine gute Idee. No. The preacher gives me good ideas. Ja. No, I want exactly as I say it, because it's different. The preacher gives me some good ideas. It has a different ring to it. Der Prediger gibt mir gute Ideen. Yeah. So, Satan has no ideas. He's God's prosecutor. Satan hat keine eigenen Ideen. Er ist Gottes Ankläger. He's completely under God, subjected to God. Er ist vollständig Gott untergeordnet. Satanists are as blind as everybody else. Satan ist genauso blind wie jeder andere auch. Die Satanisten sind genauso blind wie alle anderen auch. I brought them to the Lord Jesus. They came to me. They got saved and got delivered. Ich habe sie zum Herrn gebracht und sie wurden befreit und gerettet. In England, in Germany, in Hamburg, Satanists were saved and filled with the Holy Ghost. In England, in Deutschland, in Hamburg wurden die Satanisten befreit und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Because I told them all of that you got is illusion. It's just a bunch of see.
Ich hatte ihnen erklärt, dass das, was sie hatten, einfach nur Illusionen waren, dummes Zeug. And they said, yeah, it's true. Und sie sagten, natürlich, das stimmt. We are playing with people. Wir spielen mit den Menschen. We think that they have some kind of mysterious truth. No, they got nothing. They are pretending. Rock and roll, the Satan is hard metal. Rock and roll is the same way. Und they exploit your superstition. Wir denken, dass sie irgendetwas Mystisches, Besonderes haben, aber da ist nichts. Und diese Hardrock, Rock'n'Roll-Bands, die von denen wir glauben, dass sie irgendetwas Mystisches haben, die spielen einfach mit uns. The little kids come and say, yeah, yeah, yeah. Die, Devil, ja. So hier, ne? Hard metal. Wenn die kleinen Kinder schon so hier kommen. It's a rebellion against anything that is decent, moral, true. Das ist einfach Rebellion gegen alles, was richtig, was gut und was wahr ist. To intimidate those who don't go for these kind of things. Um andere einzuschüchtern, die das nicht mögen. Yeah. Exactly. To intimidate only, to manipulate. Das ist einfach da, um andere einzuschüchtern. To play with. Um mit ihnen zu spielen. They know it's not the truth, but to play with it. Sie selbst wissen, dass es nicht die Wahrheit ist, aber sie spielen damit. Once you know the truth and you're free from superstition, wenn du die Wahrheit kennst und frei von Aberglaube bist, you can then rescue those kids who go to these kinds of concerts and go wild. Dann kannst du diese Kinder, die in solche Konzerte gehen, retten. Bring them to the Lord. Und zum Herrn bringen. Wash them with the water of the Word of God. Und sie mit dem Wort Gottes waschen. In Psalm 106, verses 34 until 39. In Psalm 106, Vers 34 bis 39 lesen wir. This speaks about Israel. Hier geht es um Israel, which God commanded, dem Gott befohlen hatte, he commanded Israel to destroy all the people of Canaan. Sie sollten alle Bewohner Kanaans vernichten. For one reason. Aus einem einzigen Grund. God did not really call Israel to be the preachers and teachers of the Bible, because there was no Bible at that time. Israel hat Gott nicht dazu berufen, die Lehrer und Prediger der Bibel zu sein, denn zu jener Zeit gab es noch keine Bibel. The hard reality was, if you're a Baal worshipper, you go under the knife. Die Realität damals war einfach, wenn du ein Baalsanbeter bist, dann kommst du mit dem Schwert in Berührung. If you're a Molochite, worshipping Moloch, finished. So terrible to God in the eyes of God. Wenn du Moloch anbetest, dann wird das Schwert dir deinen Kopf abschneiden, weil das so furchtbar in den Augen Gottes war. No mercy for those people. Für solche Menschen gab es keine Gnade. In those days. In jenen Tagen. Today we know the truth. We are free. We can rescue them heute with the word. Heute kennen wir die Wahrheit. Heute können wir sie freisetzen mit der Wahrheit. That's what Jesus came for. Dafür ist Jesus gekommen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und mit der Macht des Heiligen Geistes können wir Menschen davon befreien. Und so können wir den Aberglauben töten, aber nicht die Menschen mit. Sondern wir lehren den Menschen die Wahrheit und sie wachsen in dieser Wahrheit. So they did not destroy the peoples as the Lord commanded them. Sie vertilgten die Völker nicht, wie der Herr ihnen befohlen hatte. But they mingled with the nations and learned their practices. Sondern sie ließen sich mit den Heiden ein, mit den Nationen und lernten ihre Praktiken. We are coming out of it. Und wir kommen heraus daraus. And served their idols. Und sie dienten ihren Götzen. Which became a snare to them. Und die wurden ihnen zum Fallstrick. Now, verse 37. Vers 37. They even sacrificed their sons and their daughters to the demons. Und sie opferten ihre Söhne und Töchter den bösen Geistern, Dämonen. That's how far it leads. So weit ging das. Jesus came to intervene and stop all this. Jesus kam, um das alles zu beenden. Er intervenierte. We still have dagegen. Some books, Yeshua the Firstborn in English left. Es sind noch einige Bücher, vielleicht. Yeshua the Firstborn, da hinten, in Englisch. For those who speak English, we have only in English at this time. But if you want it in German, you can order it from Gerd, and he will send you one. Im Augenblick gibt's die nur in Englisch. Das ist das nächste, was ich übersetzen werde. Wer die also in Deutsch lesen will, da muss ich bei mir bestellen. The three reasons Jesus came. It's a highlight, actually.
Und das Highlight dieses Buches ist die drei Gründe, aus denen Jesus kam. First he came to find the lost sheep of the house of Israel. Erstens kam er, um die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu finden. This is my mission. This is your mission as well. Und er sagte, das ist meine Aufgabe und jetzt ist es eure Aufgabe. Stop all blood sacrifices. Und er kam zweitens, um alle Blutopfer zu beenden. The sacrifices in the temple of God in Jerusalem stopped. In 70 AD the temple was destroyed. Today Jews don't sacrifice, they pray instead. Jesus kam, um die Opfer im Tempel zu beenden und der Tempel wurde 78 selbst beendet, zerstört. Und die Juden opfern jetzt nicht mehr, sondern ihre Opfer sind ihre Gebete. Anno Domino, 70 AD. Anno Domino. Ach so, also 70 nach Christus, nicht okay. 78. Okay. Okay. And then, everywhere where Christianity had spread, und überall, wo sich das Christentum ausbreitete, Paganism stopped. Hat das Heidentum aufgehört. No more sacrifices. Da gab's keine Opfer mehr. They were outlawed. Sie waren ungesetzlich. The moment a king became a Christian, all pagan blood sacrifices were outlawed, abolished. Wenn die Könige Christen wurden, dann wurden in ihren Ländern alle heidnischen Opfer verboten. Third. Und das dritte. Jesus came to reveal to us immortality. Jesus kam, um uns die Unsterblichkeit zu offenbaren. By taking death into himself and resurrecting, he says, if you keep my word, you shall never see death. Indem er den Tod in sich aufnahm und wieder auferstanden ist, sagte er, wenn ihr mein Wort haltet, tut, dann werdet ihr den Tod nie sehen. Powerful. Three reasons. Das sind diese drei Gründe. Who are the lost sheep of the house of Israel? You don't know physically. God knows. Wer die verlorenen Schafe des Hauses Israel sind, physisch, wissen wir nicht. Das weiß nur Gott. Why? Because they carry in their genes the Abrahamic covenant. Warum das so ist? Weil sie in ihren Genen den abrahamitischen Bund tragen. God doesn't give up so easily. Gott gibt nicht so leicht auf. No. This covenant is eternal, forever. Dieser Bund ist für die Ewigkeit. It's not based on your behavior or condition. Und da hängt nicht von unserem Verhalten ab oder von irgendwelchen Bedingungen. It is covenant based on his own faithfulness. Hallelujah. Sondern dieser Bund ist gegründet auf die Treue Gottes, auf seine eigene Treue. So out of that jealousy for his covenant, God fights for his people. Und wegen der Eifersucht für seinen Bund kämpft Gott für sein Volk. Withdraw yourself from your body and look at yourself from God's point of view. Wenn du einmal versuchst, deinen Körper zu vergessen und vom Gesichtspunkt Gottes ausschaust, you just made a covenant with that person. Er hat einen Bund mit diesem Menschen geschlossen. You poured out your love on that person. Und seine Liebe auf diesen Menschen ausgegossen. You have great plans for that person. Er hat große Pläne für diesen Mensch. You have so many blessings for that person, so much love for that person. Und jede Menge Segnungen für diesen Menschen. And you are going away and sacrificing to idols that you do not understand, do not know, even your children. Und dieser Mensch, da geht dann und opfert irgendwelchen Göttern, von denen er keine Ahnung hat, und er opfert ihnen sogar seine Kinder. What would God say? Was macht Gott dann? Stop! Stop! That's what he did to Abraham when he was about to kill Isaac. Genau das hat er getan, als Abraham dabei war, Isaac zu töten. I have enough. Er sagte, es reicht. Don't imitate what the pagans are doing. Imitiert nicht das, was die Heiden machen. But we are playing with these images as this truth, this is the pattern. No. Und wir spielen mit diesen Illusionen, als ob sie wahr wären. Feel God's heart. Spürt einmal das Herz Gottes. Kill the superstition today. Und tötet heute den Aberglauben. Plenty of material there to do this. Und ihr habt genügend Material, wie ihr das tun könnt. It's horrible. Das ist horrible. Gräulich, furchtbar. I mean, the Moloch is sitting there, people are bringing their babies to the Moloch, killing them. Dieser Moloch sitzt da und die Menschen, die bringen ihm ihre Babys und töten sie für ihn. In Jeremiah 3 says, I'll give you teachers after my own heart. Jeremia 3 heißt es, ich werde euch Lehrer geben nach meinem eigenen Herzen. Verse 15 and 16.
Vers 15 und 16. And they will teach you knowledge and understanding. Und sie werden euch unterweisen in Erkenntnis. And not sacrifices and recalling blood sacrifices and pleading the blood over and over again. Und nicht in irgendwelchen Blutopfern unterweisen und das Blut Jesu anzubeten oder zu benutzen. He says, no more the Ark of the Covenant will be made, nor found. Die Arche, die Bundeslade wird weder gefunden noch einmal neu gemacht werden. Without which you cannot have a temple service. Und ohne diese Bundeslade gibt es keinen Tempeldienst. There's so many people longing for the temple service, for more blood sacrifice. Und es gibt so viele Menschen, die ein tiefes Verlangen nach diesem Tempeldienst, nach mehr Opfern haben. And they will build the temple. Und sie werden diesen Tempel wieder aufbauen. But is it in the perfect will of God? Aber ist das der vollkommene Wille Gottes? No. Nein. He did not abolish it to bring it back. Er hat es nicht beendet, um es dann wieder einzuführen. He did not kill your pride to resurrect it again. Er hat deinen Stolz nicht getötet, um ihn dann wieder auferstehen zu lassen. This Jewish prideful identity. We have the temple, we have the sacrifices. Look at the priesthood. They are doing the abracadabra, hocus pocus, sprinklings and all kind of stuff. God says, I'm done with it. Dieser ganze jüdische Stolz, der Tempeldienst, die Priester, die da ihr Abracadabra tun, alles mit Blut besprengen. Gott sagt, ich habe einfach genug davon. God permitted. Gott hat es erlaubt. It was never, never, never in his perfect will. Aber es war noch nie in seinem vollkommenen Willen. Isaiah says, I am done with it. It's up to my nose. In Jesaja sagt Gott, ich habe genug davon. Es stinkt in meiner Nase. David says, I would give a sacrifice if you required one, but you don't. David sagte, ich würde dir ein Opfer bringen, wenn du eins verlangen würdest, aber du hast keins verlangt. What you want is a broken heart, contrite spirit. Denn was du willst, ist ein zerbrochenes Herz und ein zerknirschter Geist. Jesus comes and quotes these verses. Und als Jesus kam, hat er diese Verse zitiert. He said, if you would understand what God says, I desire mercy and not sacrifice. Er sagte, wenn ihr nur verstehen würdet, was Gott will, Gott möchte Erbarmen und nicht Opfer. That's the perfect will of God. Das ist der vollkommene Wille Gottes. And not that which he permitted for a time. Und nicht das, was er eine Zeit lang erlaubt hat. God put up with that stuff. Gott musste mit diesem Zeug umgehen. Until the cup of that wickedness will be full. Bis das Maß der Bosheit voll war. They shed innocent blood. Sie vergossen unschuldiges Blut. The blood of their sons and their daughters. Das Blut ihrer Söhne und Töchter. Whom they sacrificed to the idols of Canaan, and the land was polluted with blood. Welches sie den Götzen Kanaans opferten, und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Verse 39. Thus they became unclean in their practices and played the harlot in their deeds. In Vers 39. Und so wurden sie unrein durch ihre Werke, und sie hurten mit ihrem Tun. That is God speaking through David in Psalms. So redet Gott durch David in den Psalmen. That's his heart. So ist sein Herz. That's how hurt he is. Yeah. That is hurt. Gott ist verletzt. And we are his children. Und wir sind seine Kinder. Can we please him? Können wir ihm gefallen? Can you say, Father, look at us? Kannst du sagen, Vater, schau mich an. Thank you for your grace. Danke für deine Gnade. Hey, say, thank you for calling this vessel to tell you this. Kannst du sagen, danke für dieses Gefäß, das er gesandt hat, um dir das zu sagen? I could have been multimillionaire by now. Ich könnte Multimillionär sein. But I sacrificed myself with just few people. Aber ich habe mich selbst geopfert für diese wenigen Menschen. I'm obeying God. Why? Because I love him. Und ich diene Gott, weil ich ihn liebe. I'm obeying God because I love him. Ich gehorche Gott, weil ich ihn liebe. That's how it works. So funktioniert das. If I ask my wife to bring me a cup of tea, she brings it gladly because she loves me. Wenn ich meine Frau bitte, mir eine Tasse Tee zu bringen, dann macht sie das und ist glücklich dabei, weil sie mich liebt. When she's asked me for the same, gladly I also bring it to her. Und wenn sie mich darum bittet, dann mache ich das gleiche für sie. Because we love each other. Weil wir einander lieben. Right? Who influences who? Wer beeinflusst wen? The lover, the lower serves the higher. Das Niedere dient dem Höheren. That's the law of this earth. Das ist das Gesetz dieser Erde. Whether it's fair or unfair, ob das fair oder unfair it is naturally so. Es ist einfach so. But what elevates you? What lifts you up? Aber was erhebt dich? Read Jeremiah 15, verse 19.
Lies Jeremia 15, Vers 19. Halleluja! We are bathing in the waters of life. Wir baden in den Wassern des Lebens. Therefore, thus says the Lord. Darum spricht der Herr. If you return, then I will restore you. Wenn du umkehrst, so will ich dich wiederherstellen. Before me you will stand. Du sollst vor mir stehen. And if you extract the precious from the worthless, you will become my spokesman. In Hebrew it says my mouth. Und wenn du das Edle von dem Wertlosen trennst, dann sollst du mein Sprecher sein. Und im Hebräischen steht da, dann sollst du mein Mund sein. You are holy. Du bist heilig. Separated. Abgetrennt. That's what it means to be God's mouth. Das bedeutet es, Gottes Mund zu sein. If you're mixed with the ordinary, you're just a field. Wenn du mit dem Gewöhnlichen dich vermischst, dann bist du einfach das Feld. How many of you know that you're the good seed? Wer von euch weiß, dass er zur guten Saat gehört? You are holy. Du bist heilig. If you don't know it yet, you need to walk differently, further, go deeper. Wenn du das noch nicht weißt, dann solltest du einfach weitergehen, immer weitergehen. They, for their part, may turn to you. Jene sollen sich zu dir wenden. But as for you, you must not turn to them. Aber du sollst dich nicht zu ihnen wenden. Who is higher here? Wer ist hier höher? Self-discipline is the ninth fruit of the Holy Spirit. Selbstdisziplin ist die neunte Frucht des Heiligen Geistes. I'm not important in the flesh. Ich bin nicht wichtig im Fleisch. No, I've got knowledge. Aber ich habe Erkenntnis. And that is power. Und das ist Macht. The power of truth. Die Macht der Wahrheit. It's free. Anyone that wants to be free. Macht jeden frei, der frei sein möchte. Are you free? Bist du frei? Did the Lord set you free? Hat der Herr dich freigesetzt? He made me free. I have the obligation to make you free. Er hat mich freigesetzt und ich habe die Verpflichtung, euch freizusetzen. There is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. Others are busy binding and I'm busy freeing people. Andere sind damit beschäftigt, Menschen zu binden. Ich bin damit beschäftigt, sie zu befreien. Others are playing with illusion. I'm not playing with no illusion. I'm just dumping on you the truth. Andere spielen mit Illusionen. Und ich spiele nicht nur nicht mit Illusionen, sondern ich stülpe die Wahrheit über euch. Yeah. It may not always feel good. Das fühlt sich nicht immer gut an. But when you feel my heart, it's a loving heart. Aber wenn ihr mein Herz spürt, dieses liebende Herz. When that truth comes to you in love, then it's good. It's okay, right? Wenn diese Wahrheit dann in Liebe zu dir kommt, dann ist das okay, oder? Okay. The worst thing that happened to the Jewish mind was Hellenization. Das Schlimmste, was dem jüdischen Denken passiert ist, war die Hellenisierung. It's the Greek culture and mythology as well. Die griechische Kultur und Mythologie. And that impaired monotheism. Und das hat den Monotheismus beiseite geschoben. God fought with Israel to take superstition away from them. Gott hat mit Israel gerungen, um diesen Aberglauben wegzunehmen von ihnen. Greece came 600 years of Hellenization. Und dann kamen die Griechen und haben 600 Jahre lang die Juden hellenisiert. How many of you know about the Maccabees? Wer von euch weiß etwas von den Makkabäern? Yeah. When you come to Israel, we'll tell you, they rebelled against the system of brainwashing. Die haben gegen dieses System der Gehirnwäsche rebelliert. And they fought until they became princes. Und sie haben so lange gekämpft, bis sie Prinzen wurden. So they won the right to the Temple Mount. Sie haben das Recht gewonnen, den Tempelberg einzunehmen. The Greeks sacrificed pigs and their blood was spread all over the Temple Mount. Die Griechen, die haben Schweine geopfert und haben das Blut dieser Schweine über den ganzen Tempelberg verstreut. And in the temple, in the holiest of holies, they put their gods. Und in das Allerheiligste im Tempel haben sie ihre Götter aufgestellt. It was terrible. Can you imagine this? Könnt ihr euch dieses Furchtbare vorstellen? Then mythology comes. Dann kam die Mythologie. Hermes has a son. Who is the Hermes? Hermes hat einen Sohn. Europa has a daughter. Und Europa eine Tochter. Pegasus has a daughter and son. Und Pegasus hat Töchter und Söhne. Zeus has another Zeus. Zeus hat einen Sohn oder mehrere. As it is in India, these are gods. Und wie es in Indien auch ist, sind das Götter. These were the Greek gods. Das waren die griechischen Götter that hier. Created the mentality. Aber sie haben eine Mentalität damit geschaffen. Wenn Gott einen Sohn hat, dann muss dieser Sohn auch ein Gott sein. Well,
Then Jesus said in John 10, then you are God. If the word of God is coming to you, then you are God. Und Jesus sagte, wenn das Wort Gottes zu euch kommt, dann seid ihr Götter. We are all God. Wir alle sind But Götter. In what with what understanding? Aber mit welchem Verständnis? Now, Nebuchadnezzar called himself God and God says, no, you're not God. Nebuchadnezzar hat sich selbst als Gott bezeichnet, aber Gott sagte, nein, du bist kein Gott. I anointed you. Ich habe dich gesalbt. And now I'm turning you into an ox. Und jetzt mache ich aus dir einen Ochsen. Is this ox a god? Ist dieser Ochse auch ein Gott? Is an animal a god? Kann ein Tier ein Gott sein? When he came back to his senses, als er wieder zurückkam in sein normales Denken, the king of Babylon proclaimed to all his provinces, there is no other god but the God of Israel. Da hat dieser König von Babylon in all seinen Provinzen verkündigen lassen, dass es keinen anderen Gott außer dem Gott Israels gibt. That all people must subject themselves to him and worship him only, not Nebuchadnezzar anymore. Und alle Menschen in seinem Reich mussten sich diesem Gott unterordnen und ihn anbeten und nicht mehr Nebuchadnezzar. You understand that? Versteht ihr? The same thing is in Isaiah 14. Und genau das gleiche ist in Hosea 14. Isaiah 14. Isaiah 14. Jesaja. Jesaja 14. He said the king of Tyre. Da war der König von Tyrus. He was very rich and he called himself God. Er war sehr reich und er hat sich als Gott bezeichnet. All Roman Caesars called themselves God. Alle römischen Kaiser haben sich als Gott bezeichnet. Greek rulers called themselves God. Persians called themselves God. Auch die persischen und die griechischen Herrscher haben sich als Götter bezeichnet. Only Israel was polluted, but clung back to God. Nur Israel, obwohl es verschmutzt war damit, hat sich an Gott gehalten. God fought for this idea. Und Gott hat für diese Vorstellung gekämpft. If you are a God in your own right, wenn du ein Gott nach deinem eigenen Recht bist, if you think you're God in your own right and you have no one to submit to and rely on, wenn du denkst, dass du König von eigenen Gnaden bist und niemanden hast, dem du dich unterordnen musst, then we are mouses, cats, Tom and Jerry's. Dann sind wir alle anderen wie Mäuse oder Katzen. Yeah. Or like these cows on the field. Oder wie die Kühe da draußen. But that's the mentality. Das ist das Denken. The only begotten son, the only begotten son. Oh, ja. I'm sorry. Are you an ape? Der einzig gezeugte Sohn. Und was ist mit uns? Sind wir dann Affen? Are you thinking? Denkt ihr? Switch, 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 quickly switch from this old thinking. You are a child of God. Schalte dieses Denken ganz schnell um. Du bist kein Affe, sondern ein Kind Gottes. But never assume that you're the firstborn. God can have only one firstborn, and that's where the power lies. Aber denk niemals, dass du ein Erstgeborener bist, weil Gott kann nur einen Erstgeborenen haben und der hat die Macht. And he says, to whom I will, I give that power. Und Jesus sagte, wem ich will, dem gebe ich diese You come Macht. To the Father through me. Du kommst zum Vater nur durch mich. And he says, come here, my sisters, my brothers. Und Jesus sagt, kommt her, meine Brüder, meine Schwestern. No, he doesn't say, little apes, chimpanzees, donkeys, please come with me. I'm going to turn you into human beings. Und er sagt nicht, ihr kleinen Schimpansen und Äffchen, kommt mal alle her, ich will Menschen aus euch machen. Muslim, Islam, is paganism. Der Islam ist Heidentum. Why? Warum? Because they are flat on their faces, serving God. Weil sie auf ihrem Bauch kriechen und ihrem Gott dienen müssen. Their God is not the Father. Deren Gott ist kein Vater. He's got no children. Weil er keine Kinder hat. I'm thinking a bunch of Affen. They are surrendered, they are submitted. Sie müssen sich ihm unterordnen. And they want to turn you into an Aff, and I am undoing this. Und sie wollen auch aus dir einen solchen Affen machen und ich muss das umkehren. Jesus says, go to my brothers. Jesus sagte, geh zu meinen Brüdern. Tell them, und erklär ihnen, that I'm ascending, I'm going to my father. Dass ich zu meinem Vater gehe. And your father. Und auch zu eurem and Vater. And their father. Und ihrem It's Vater. It's the same father. Es ist der gleiche Vater. My God. Mein Gott. Your God. Euer and Gott. Their God. Und auch ihr It's Gott. It's the same God. Es ist der gleiche, derselbe We Gott. We are one big family. Wir sind eine große Familie. So he's not the only begotten and there's a theological dispute.
What is really written there? The only begotten God. How can God be begotten? Und er kann also nicht der einzig Gezeugte sein. Und es gibt einen großen theologischen Disput, wie er der gezeugte Gott sein kann, wie ein Gott gezeugt werden kann. The same verse of John 3:16 can be translated as the only unique Son. Der gleiche Bibelvers kann auch übersetzt werden mit der einzigartige Sohn. Ja, yeah. Unique. Einzigartig. John 3:16. Johannes 3:16. But no, we must have the only begotten Son. And then I said, I'm sorry, I cannot join you, because I am also a son of God. Aber nein, sie wollen diesen einzig gezeugten Sohn haben. Und ich muss dann sagen, dann kann ich nicht mit euch mitgehen, weil ich bin auch ein Sohn. A cloud in the sky did not squeeze me out. Es war nicht eine Wolke, die mich herausgequetscht hat. I cannot join you in this. Darin kann ich euch nicht folgen. Nor am I coming from Satan that you think that has a kingdom and is a king. Und ich komme auch nicht von Satan, von dem ihr vermutet, dass er ein Königreich hat. Sorry, I cannot join you. You have to join me. Ich kann nicht mit euch gehen, sondern ihr könnt nur mit mir gehen. Are you listening? Hört ihr genau zu? I cannot come to you. You have to come to me. Ich kann nicht zu euch kommen. Ihr müsst zu mir kommen. Oh, you think you have a high IQ than we? I said yes. Ach, du denkst wohl, du hast einen höheren IQ als wir. Ja? And if you come to me, I'll grow your IQ too. Und wenn ihr zu mir kommt, dann werde ich euren IQ auch wachsen lassen. Yeah, joke with those people. You have to laugh at these things. Du musst über diese Dinge lachen können. You have to have a sense of humor. Du musst Humor haben. Actually, higher IQ also has a great sense of humor. Yesterday we were laughing at the table like crazy. Wer einen höheren IQ hat normalerweise auch viel mehr Humor. So, und wir gestern haben den ganzen Nachmittag gelacht. If you learn the things of the Spirit, you will have the knowledge of the truth, which diffuses all superstition. Wenn du die Wahrheit hast und wenn du die Wahrheit lernst, dann wird sie allen Aberglauben auflösen. In John 10, verses 20 until 21. Johannes 10, Vers 20 und 21. Many of them were saying, he has a demon and is insane. Viele von ihnen sagen, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Why do you listen to him? Warum hört er auf sie? Others were saying, they are not the sayings of one demon possessed. A demon cannot open the eyes of the blind, can he? Andere sagten wieder, das sind doch nicht die Reden eines Besessenen. Kann denn ein von Dämonen besessener Blinden die Augen öffnen? Those who accused Jesus, die Jesus anklagten, without thinking, ohne zu denken, they're in superstition. Die sind im Aberglauben. But the other ones are on the border. Und die anderen sind an der Grenze. Can a demon possessed open the eyes of the blind? Kann ein dämonenbesessener Blinde sehend machen? They're thinking. Sie beginnen zu denken. See? Are you a thinker? Seid ihr Denker? All right. Then we go to the next one, pagan mind. Wir gehen weiter zum heidnischen Denken. Right, the minute the clock is going down. Boy, we have to go. 1 Corinthians 10, verses 20 until 22. 1. Korinther 10, 20 bis 22. This is what Paul is speaking. Darüber redet Paul. Look at the nation Israel. Are not those who eat the sacrifices share in the altar? What do I mean then? That a thing sacrificed to idols is anything, or that an idol is anything? No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to become sharers in demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Or do we provoke the Lord to jealousy? We are not stronger than he, are we? Paulus sagt hier, nein, aber dass sie das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen geratet. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und den Kelch der Dämonen gleichzeitig. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn sitzen und am Tisch der Dämonen. Und weiter, und wollen wir den Herrn denn zur Eifersucht reizen, sind wir etwa stärker als er? Anything to do with demons always involves uncleanness. Alles, was mit Dämonen zu tun hat, macht unrein. See?
That's the Old Testament. He says. Das steht im Alten Testament. We just read it earlier, right? Das haben wir auch bereits gelesen. That the land will be polluted and people made themselves unclean in Psalms we read. Das haben wir im Psalmen gelesen, dass das Land verunreinigt wurde und die Menschen sich verunreinigt haben. When Saul came to the witch of Endor, als Saul zu der Hexe von Endor ging, he polluted himself. Hat er sich selbst verunreinigt. Anyone who's playing with spiritistic seances, witchcraft, Ouija board, tarot cards, even on television, you make yourself unclean. Jeder, der mit Hexerei, mit Zauberei, mit Tarotkarten und ähnlichem spielt, selbst wenn er das nur über das Fernsehen macht, macht sich damit unrein. I noticed that people are calling in and asking for their future. Ich habe das gesehen, dass es da Sendungen gibt, wo Menschen anrufen und fragen, wie ihre Zukunft werden wird. If you are in superstition, the superstition correlates with superstition. Wenn du selbst im Aberglauben bist, dann wird ein Aberglaube mit dem anderen Aberglauben korrelieren, also zusammenpassen. Now, I said that in Romania there was in certain area they believed in vampires. They still believe in vampires to this day. Ich habe schon irgendwo das erklärt. In Linz, in Rumänien gibt es Gegenden, wo sie bis heute an Vampire glauben. In one family, a relative died. In einer Familie ist ein Verwandter gestorben. And a young girl got sick. Und ein junges Mädchen wurde krank. And so they didn't understand why she got sick suddenly. Und sie haben nicht verstanden, warum sie so plötzlich krank geworden ist. But they correlated it with the deceased person. Aber sie haben das in eine Beziehung gesetzt mit diesem Gestorbenen. That he must be a vampire and he comes at night and takes her blood. Und sie glaubten, dass dieser Verstorbene ein Vampir war und in der Nacht kommt und dem Mädchen das Blut aussaugt. That's why she's getting weaker and weaker. Deswegen wird sie schwächer und schwächer. They really believe that. Sie haben das tatsächlich geglaubt. So two men or three men agreed to go to the cemetery, lift up the plate and open the grave. Und zwei oder drei Männer haben beschlossen, dass sie in den Friedhof gehen und das Grab dieses Verstorbenen öffnen. And they see this dead man with a big belly swollen. Und sie sehen den Toten in dem Sarg liegen mit einem großen, dicken, geschwollenen Bauch. You see, he's full of her blood. Und sie leuchten da mit der Taschenlampe rein in das Grab und sagen, seht ihr, er ist voll mit ihrem Blut. And then there was a napkin on his mouth and the mouth was bloody. Und sein Mund war ganz blutig. He said, oh, you see, he sucked the blood from her, now the belly is full of his blood. Und sie sagten, seht ihr, er hat ihr das Blut ausgesaugt, deswegen hat er einen blutigen Mund und jetzt ist es in seinem Bauch. So according to their superstition, they had to open his chest and take his heart out. Und entsprechend ihres Aberglaubens mussten sie diesem Toten die Brust öffnen und sein Herz herausreißen. And then go to crossroad. Und dann an eine Kreuzung gehen. And burn that heart. Und es dort verbrennen. Abracadabra, hocus pocus. Well, afterwards the girl, they told the girl what they've done. Und sie haben dann diesem Mädchen erzählt, was sie getan haben. Well, the news went around, und the police came to investigate this. Und die Neuigkeiten haben sich verbreitet. Es kam sogar die Polizei und hat es untersucht. Yeah. And then a priest in the local church also was involved. Und der Priester in der Ortsgemeinde wurde befragt. He says these kind of superstitions pose a big problem for us. Und er sagte, diese Art Aberglauben ist ein großes Problem für uns. Because we don't believe in this kind of resurrection, we believe in the final resurrection. Weil wir nicht an diese Art Auferstehung glauben, sondern an die endgültige Auferstehung. So it's a big problem for us. Also ist es für die Kirche ein großes Problem. If I was there, I would say, fix it. Und wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich gesagt, dann bring's doch in Ordnung. Teach people the truth. Lehre die Menschen die Wahrheit. But no, it's just a problem. Nein, es ist einfach nur ein people Problem. People just going and doing, you know, candles, incense, kissing the Bible. That's die, it. Die Menschen gehen einfach und zünden die Kerzen an und den Weihrauch und küssen die Bibel. Well, the girl, after hearing this, she got better. Nachdem das Mädchen das gehört hatte, ging es ihr besser. So they concluded, you see, you see, you see. Und sie schlussfolgerten, seht ihr, seht ihr. And these men started to hide from police because they were, you know. Und diese Männer haben sich vor der Polizei versteckt. Right away. Now, scientific knowledge.
Und jetzt, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, when the body decomposes, wenn der Körper verwest, dann wird er größer wegen der Verwesungsgase, die darin sind. And all these broken up blood vessels and liquid come up to the mouth, nose, ear. Und all die Körperflüssigkeiten oder das, was im Körper darin ist, durch den Druck, der darin ist, kommt zu den Körperöffnungen heraus. These are scientific facts. Das ist einfach Tatsache. But these people don't know them. Aber die Menschen dort haben sie nicht gekannt. Right? But there's no power to make them free. Es gibt also keine Macht dort, um sie zu befreien. The same thing is with us. Und genauso ist es mit uns. If you don't have enough the power of the truth, the old superstitions will take over like weeds in your garden. Wenn du nicht genug Macht der Wahrheit hast, dann wird der alte Aberglauben einfach so sich vermehren, dass er wie Unkraut im Garten alles andere überwältigt. It always comes down to three types. Es kommt immer wieder zu diesen drei Typen. The field, das Feld, the tares, das Unkraut, and the wheat. Und der Weizen. Always. Immer. And then we see the percentage, how much of wheat is in you, how much of the tares is in you. Und dann können wir mal abschätzen, wie viel Prozent Unkraut, wie viel Prozent Saat in dir ist. And then comes also the love of God. Do you love God more than other things? Und dann kommt die Liebe Gottes dazu, liebst du Gott mehr als die anderen Dinge? Jesus said to Peter, do you love me more than thee? Jesus fragte, liebst du mich mehr als das andere? He singled out Peter, do you love me more? Er hat Petrus herausgenommen und gefragt, liebst du mich mehr? Many say that this was to redeem Peter because he denied Jesus three times, so Jesus asked him three times. Viele sagen, dass das war, um das Ansehen von Petrus wiederherzustellen, weil er ihn ja dreimal verleugnet hat, hat er ihn dreimal gefragt. Perhaps. Vielleicht. Yes. But the main point is this. Aber der Hauptpunkt ist, do you love me more than thee? Liebst du mich mehr als das andere? Yes. Ja. Second time. Do you love me? Das zweite Mal, liebst du mich? Yes. Ja. Three times. Do you love me? Und zum dritten Mal, liebst du mich? Each time after he says, I love you. Jedes Mal, wenn er sagte, ich liebe dich. He says, tend my sheep. Sagte Jesus, hüte meine Schafe. Feed my sheep. Füttere meine Schafe. Take care of my sheep. Sorge dich um meine Schafe. These are not your sheep. Pope. Das sind nicht deine Schafe, Herr Papst. They're mine. Sondern meine. They're my brothers and sisters. Das sind meine Brüder und Schwestern. But they need a shepherd. Aber sie brauchen einen Hirten. But if you love me more than these, then you are a good shepherd. Und wenn du mich mehr liebst als das andere, dann bist du ein guter Hirte. Self-nullification. Das ist Selbstnullifizierung. It is not your church, it's my church. Es ist nicht deine Kirche, sondern meine. It's not your ministry, it's my ministry. Und es ist nicht dein Dienst, sondern mein Dienst. We say it, my ministry, my service, but actually it is his. Through us. Wenn wir sagen, es ist mein Dienst, dann ist es eigentlich trotzdem seiner. Let us be free of durch this uns. Mixture. Wir wollen von dieser Mixtur frei werden. Ephesians 5, verse 25 until 27. Epheser 5, Vers 25 bis 27. Christ also loved the church. Christus liebte auch die Gemeinde. He loves his family. What er liebt else? Seine Familie. He doesn't love apes. Er liebt keine Affen. He loves you, Sylvia, Rudy, Christoph. He loves you. Er liebt euch alle so, wie ihr hier sitzt. Because he's the expression of God's love. For this reason he came. Denn er ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Aus diesem Grund kam er. So he gave himself up for her. Und er hat sich selbst für sie, also für uns, hingegeben, so that he might sanctify her, separate her, damit er sie heilige, widme, having cleansed her by the washing of water with what? Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad, yeah, des Wortes. But not just reading the word and say, oh, I don't need to hear you, I got the word of God. Aber nicht einfach, dass wir das Wort lesen und sagen, ich brauche das nicht mehr zu hören, ich habe doch hier das Wort. Yeah, one guy on Facebook came to me, asked me questions because you know, I think I got the book from you. Ein Mann auf Facebook hat mich gefragt, er hat sich wahrscheinlich eins der Bücher gekauft. He had some questions. Und er hatte einige Fragen. So I answered the question. Ich habe ihm die Fragen beantwortet. Intelligently. Intelligent beantwortet.
And when he saw it, und als er das gesehen hat, I don't need it. I have a Bible. I have the Word of God. Sagte er, ach, das brauche ich nicht. Ich habe die Bibel, das Wort Gottes. Well, good. So the next question he again asks me. Und dann fragt er mich wieder. I really don't need it. I have the Word of God. Aber dann sagt er, ich brauche das eigentlich nicht. Ich habe ja das Wort Gottes. Get out of my face. What are you wasting my time? Warum verschwendest du dann meine Zeit? Mach dich vom Acker. Go, you know the Bible so well. Why do you ask me? Wenn du die Bibel so gut kennst, warum fragst du mich dann noch? What are you trying to do? Oh, you are a bad man. You're the devil. Was er versuchte war, oh, du bist ein böser Mensch, du bist der Teufel. It's okay, whatever. Was auch immer. They want to steal your time, they want to steal your energy, they want to play with you. They're not earnest. They're not honest. Sie wollen dir die Zeit stehlen, sie wollen dir deinen Frieden rauben, sie meinen es nicht ernst. And they are in dogma of the Bible, and yet there are so many mistakes in the Bible. Und sie haben aus der Bibel ein Dogma gemacht, obwohl in der Bibel so viele Fehler sind. You can read it here, and Judas went and hanged himself. Ja, man kann das auf x-beliebige Weise lesen. Man kann in der Bibel lesen, Judas ging hin und er hängte sich. And then you flip a couple pages. Und dann schlägst du weiter, wie ist der Geist, wie der Geist dich führt, und dann liest du. And Jesus says, go and do likewise. Und Jesus sagt, geh hin und tue desgleichen. It's the word of God. The word of God. Das ist das Wort Gottes. As if God wasted his time by giving you the fivefold ministry. Da hat Gott wahrscheinlich seine Zeit verschwendet, indem er uns den fünffältigen Dienst gegeben hat. What for? Wofür? Ephesians 4. Epheser 4, verse 11 until 14. 11 bis 14. Until we attain to perfection. Damit wir hingelangen zur Vollkommenheit. Washing us with the word. Mit dem Wort gewaschen werden. We worship him spiritually. Wir beten ihn im Geist an. We learn things spiritually, means by the Spirit of God, which is the Spirit of truth, which washes us. Und wir lernen die Dinge geistlich durch den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, der uns geistlich wäscht. So, washing with the word of God. Mit dem Wort Gottes gewaschen. Yeah, where is that? Dort, genau dort. Here. It's a little bit small, but you can see it, huh? Ihr könnt es sehen, er reinigt uns durch das Wasserbad im Wort. Washing with the word. Gewaschen mit dem Wort. Sag das mal. Say it with conviction. Sag das mal mit Überzeugung. So, we are in a big bathtub together. Also sitzen wir in einer großen Badewanne zusammen. You have those little ducks? Quack, 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 quack. Hat jemand eine Gummiente mit? Squeezing the foam, like children do. And washing. Wir können mit dem Schaum spielen, so wie die Kinder das machen, aber letztendlich werden wir gewaschen. Are you feeling washed? Fühlt ihr euch gewaschen? See, that's what he's doing. So, das macht er. What for? Wofür macht er das? The reason is that he might present to himself the church in all her glory. Das Grund ist, damit er sich selbst die Gemeinde in ihrer Herrlichkeit darstelle. Yeah. Ja, herrlich. Die Gemeinde herrlich darstelle. That means we came to this earth to become glorious. Das heißt, wir sind auf diese Erde gekommen, um herrlich zu werden. And we return to our Father, not the same way we came in, but glorious. Damit wir zu unserem Vater nicht genauso zurückkehren, wie wir gekommen sind, sondern verherrlicht. So we have some obstacles. Wir haben einige Hindernisse. We have to overcome. Die müssen wir überwinden. God called Cain to be an overcomer. Gott hat Cain dazu berufen, ein Überwinder zu sein. Genesis 4, verse 7, he says, if you smile. Ja, in 1. Mose 4, 7 heißt es, wenn du lächelst. Smile. Lächle mal. See, the moment you do that, I do that, I read somewhere that when you smile to yourself, just make your face smiling. Lächle einfach mal, bring mal ein Lächeln auf dein It's Gesicht. Great for your entire, circulation system. Das ist für deinen Kreislauf eine wunderbare Sache. It's a healing. Das ist eine Heilung. Do that to yourself. Mach das für dich selbst. Laugh at nothing. Lache Look wegen in the nichts. Mirror and smile. Schau in den Spiegel und hey, lächle. You beautiful. Hey. Du siehst heute großartig aus. Yes, yes, it's true. It's scientifically proven. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Smile more often. Lächle. In India, people don't smile. They're all like this. Lächle einfach mehr, nicht wie die Menschen, die immer so durch die Gegend laufen. I said, send me some photos of the pastors, of the churches, of the children.
Und ich sagte, schickt mir mal ein paar Bilder von den Pastoren, von den Kindern, von den Leuten in der Gemeinde, und alle sahen so aus. Why can't you just put on a smile? Und ich fragte, warum können die nicht mal, wenn sie fotografiert werden, lächeln? Take a scotch tape or something, glue it here, put it up here. Nimm ein Klebeband oder ein Gummiband und zieh deinen Mund ein wenig breit. Make it pleasant for the photographer, for the photo and for the one who watches it. Mach das einfach ein wenig hübsch für den, der das fotografieren muss und der das dann anschaut. If you smile, wenn du lächelst, yeah, that's what he says to him. Your countenance will be lifted, you'll be smiling, you'll feel good. Dann wird sich dein Angesicht erheben. Das ist das, was Gott sagt. But if you do evil or you harbor evil inside, your face will be fallen. Aber wenn du Böses in dir hast, trägst, dann wird dein Angesicht nach unten gehen. Abel, I don't like. Also diesen Abel da, den mag ich gar nicht. Me, I don't like. Ich mag ihn nicht. Me, I don't like. Ich mag mich auch nicht. Because you feel like crap. Weil du dich wie Müll fühlst. But say, oh, I feel good, Lord. Oh Herr, ich fühle mich gut. Oh, there's Abel. Da ist Abel. My younger brother. Mein jüngerer Bruder. In different light. In einem anderen Licht. This is normal psychology. Smile, Ruth. Smile. Smile more often. Do that from morning till night. Smile. Mach das einfach von morgens bis abends. Lächelt. You overcome everything very fast. Dann kannst du alles ganz schnell überwinden. Yeah, Reinhard, you have to smile more. Reinhard, auch du musst mehr lächeln. Yes, it works. But if you don't, God says, sin is crouching at the door and its desires for you. Denn Gott sagt, wenn du das nicht machst, dann kriecht die Sünde vor deiner Tür herum und ihr Verlangen ist nach dir. Means hurt, wound. Das heißt Schmerz, Verletzung. The way of pain. Der Weg der Schmerzen. Is right next to the door. Der ist direkt vor der Tür. And it wants to possess you. Und der möchte dich besitzen. It wants you to step on it and walk on the way of pain. Oh. Er möchte, dass du anfängst, auf diesem Weg der Schmerzen zu laufen. Ach, geht's mir heute wieder schlecht. The Lord Jesus says, take up your cross. Der Herr Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. It's so difficult to be Christian. Das ist so schwierig, christlich zu sein. Boy, you have to go to church, the clocken are clocking. Du musst immer in die Kirche rennen und die Glocken anhören. There I have to burn another candle. Then und dann muss ich noch eine Kerze anzünden. Oh, then I have to... oh. Und dann muss man sich hinknien. It's so difficult. So schwierig. But Cain did not listen. Aber Cain hat nicht zugehört. He went and killed his brother. Er ging und brachte seinen Bruder um. A lot of people make that mistake. So if you start smiling, you will not make mistakes. Und viele Menschen machen den gleichen Fehler. Wenn du lächelst, dann machst du diesen Fehler nicht. God wanted Cain to be glorious. Das heißt, Gott wollte, dass Cain verherrlicht wird. Cain was the son of Adam. Cain war der Sohn Adams. Therefore sons of God. Und deswegen ein Sohn Gottes. Great potential. Da war ein großes Potenzial in ihm. From that time onward, the human brain grew. Von dieser Zeit an ist das menschliche Gehirn gewachsen. 6000 years ago when they mixed themselves. Vor 6000 Jahren hat es angefangen, als sie sich vermischt haben. The mixture started to occur about 200, 300, 400 years later. Diese Vermischung begann 200-400 Jahre später. When Cain went to Nod, als Cain nach Nod ging, got himself a wife there, sich dort eine Frau suchte, and people started to mix. Und die Menschen angefangen haben, sich mit den anderen zu vermischen. He didn't grab one of his sisters, no. Er hat nicht eine seiner Schwestern genommen. Because when he left, there were no sisters yet. Denn als er die Gegend verlassen hat, da waren noch keine Schwestern da. Only later, after Seth was born, sisters were born to Adam. Erst nachdem Seth geboren wurde, wurden auch Schwestern geboren. Cain was already in the land of Nod. Da war Cain schon lange in Nod. But what wife did he get? Woher hat er also seine Frau genommen? And then he says, whomever will find me will kill me. Und dann sagte er ja zu Gott, wer mich finden wird, der wird mich umbringen. Well,
those people who called the area of Eden the of the gold of what was it called of Havilah. Havilah, that's the name. Somebody gave that name. Irgendjemand hat diese Gegend dort Havilah genannt. Euphrates, Tigris. Irgendjemand hat den Flüssen dort Namen gegeben, Euphrat und Tigris. So whoever would kill me, whoever would find me would kill me, he said. Und kein sagte, wer mich findet, der wird mich umbringen. So he mixed with the other people and also Seth. Und er hat sich mit diesen anderen Menschen vermischt und Seth hat es genauso getan. So we had violent giants as well. That's the first offspring. Und es gab wilde oder gewalttätige Riesen, das waren die ersten. But also peaceful ones. Aber auch friedliche. As genes started to spread themselves. So wie die Gene sich verbreitet haben. And I have arranged for the tour to see the huge stones of Solomon, the foundational stones of the temple now. Und in der Israel-Tour wird eine Veranstaltung sein, wo wir diese Steine, die Fundamentsteine des Salomonischen Tempels betrachten können. So huge. Und die sind so groß, that there's no way they could use thousands of slaves and put them perfectly so. Dass es keine Möglichkeit gibt, sie zu bewegen, dorthin zu bringen. We have a record in the Bible that the Israelites did use giants. Es gibt in der Bibel einen Bericht, dass die Israeliten Riesen benutzt haben. They did not kill them all. Sie haben sie nicht alle umgebracht. Actually, Hebron was full of giants. Hebron war voller Riesen. And many of them were servants. Und viele von ihnen waren Diener. Those who did not fear them, they could easily kind of enslave them. Wer keine Angst vor ihnen hatte, der hat sie einfach versklavt. Like David did not have a fear. So wie David keine Angst hatte. You see? But it was a war because it was Philistines versus Israel. Aber es war Krieg, es waren die Philister gegen die Israeliten. So, anyway, that's besides the point. Das ist nebenbei nur. I believe that the giants, actually Cain and the sons of God from Seth as well, had the knowledge how to reverse gravity. Und ich glaube, dass die Nachkommen von Cain die Fähigkeit hatten, die Gravitation zu manipulieren. When we got mixed with all the pre-Adamic age people, we lost it. Und als wir uns mit diesen voradamischen Menschen vermischt haben, ist dieses Wissen verloren gegangen. Science is seeking answers to this. Und die Wissenschaft sucht die Antworten. They already know that there's a realm that is one-dimensional. Sie wissen bereits, dass es einen Raum gibt, der nur eindimensional ist. With no space, wo es keinen Raum gibt, no time, und keine Zeit. They also say perhaps the black matter or the dark matter diese, most likely is like that. Die schwarze Materie ist vielleicht so. Yeah. It's a mystery. Es ist ein Geheimnis. And it's not that it's black or something. No, it's dark because we don't understand it. Und es heißt nicht deswegen schwarze Löcher, weil sie schwarz sind, sondern weil wir sie nicht verstehen. They call it dark matter, not schwarz, but dark matter. Das heißt dunkle Materie. Dunkel, that means we have not. But we know it, they say. How did they know it? Sie wissen es, sagen sie, aber wie können sie das wissen? Well, 2 + 2 = 4. They can add mathematically. 2 + 2 = 4. Man kann das mathematisch. So they know that they call it the God atom. God atom. Und sie nennen das göttliche Atom. No, just God. Gott. Gottteilchen oder Gottesteilchen. Wie heißt das? God atom. Say it. The God atom. Gott atom. Oh, the God particle. Gottteilchen. Anyway, they use the word God. Egal wie, sie haben das Wort Gott benutzt. Now, that's not the way we must know God. Aber nicht auf diese Weise sollen wir Gott kennen. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. And God spoke to Cain. Und Gott sprach zu Cain. And God spoke to Abraham. Und Gott sprach zu Abraham. That's how you know that God is. So können wir wissen, dass es Gott gibt. God spoke to me, go to Russia. Gott sprach zu mir, geh nach Russland. I have appointed an angel to deliver you from prison. Ich habe einen Engel bestimmt, der dich aus dem Gefängnis befreit. I heard God. Ich habe Gott gehört. I went to Russia. Und ich ging nach Russland. I was in prison. Ich war im Gefängnis. The angel of the Lord came and took me out of prison. Und ein Engel des Herrn kam und hat mich aus dem Gefängnis geholt. And brought me to Frankfurt. Und mich nach Frankfurt gebracht. I know God. Ich kenne Gott. It is for all of us to know him. Und es ist für jeden uns
für jeden von uns bestimmt, ihn zu kennen. For this reason the church must be cleansed, washed. Aus diesem Grund muss die Gemeinde gereinigt, gewaschen werden. From all paganism, von allem Heidentum, superstition, von allem Aberglauben, all the false beliefs, allen falschen Glauben, from Christian dualism, vom christlichen Dualismus, and doctrines of demons, und den Doktrinen der Dämonen, seven-headed dragons and lakes of fire, von den siebenköpfigen Drachen und den Feuerseen. Everybody interprets it their own way. It is written, but everybody jumps into different conclusions. Es steht so geschrieben, aber jeder zieht seine eigenen Schlussfolgerungen daraus. That brings confusion. God is not a God of confusion. Und das bringt Verwirrung. Doch Gott ist nicht ein Gott der Verwirrung. Harmony, peace, sondern der Harmonie und des Friedens. And sound mind. Und eines vernünftigen Verstandes. Amen. Vernünftig. I like this word. That he might present. That this is the aim, that he might present to himself. Und das ist das Ziel, dass er sie sich vorstellen kann. The church in all her glory, having no spot or wrinkle. Dass er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, dass sie weder Flecken noch Runzeln habe. Or any such thing, noch irgend so etwas Ähnliches. But that she would be holy and blameless. Sondern dass sie heilig und tadellos oder schuldfrei sei. God said to Abraham, walk before me blameless. Gott sagte zu Abraham, gehe oder wandle vor mir schuldlos. Guilt-free living. There is a booklet. Read it. Es gibt da hinten mehrere sogar Bücher. Schuldfreies you Leben. You can read these books. I'll give you the permission. Read them 10 times. Und ich gebe euch die Erlaubnis, dass ihr sie 10 Mal lest. Every time you'll find something new. Und jedes Mal wirst du etwas Neues darin finden. Because warum? You're growing in the Lord. Weil du im Herrn wächst. It's getting better and better and better. Und das wird besser und besser und besser. The eternal word of God doesn't tire and doesn't get old. Dieses ewige Wort Gottes wird nicht alt und macht auch nicht müde. As long as you explore it, you become more glorious. Solange du es untersuchst, entdeckst, erforschst, solange wirst du immer herrlicher. Ephesians 4, verse 13 says, until we attain to the full knowledge of the Son of God, the firstborn Son of God. Epheser 4, Vers 13 heißt es, bis wir hingelangen zur vollen Erkenntnis des Sohnes. Knowing Jesus. Dass wir Jesus when erkennen. You know Jesus, you know the Father, und wenn du Jesus kennst, kennst du den Vater. Amen. Amen. That's how it works. So sollte das have sein. You been cleansed? Wurde dir have gewaschen? Gereinigt? Do like this. Superstition. So. Go! Super, Aberglauben, geh! Geh! I'm free. Ich bin frei. We are playing. Hallelujah. They can come to you, you cannot come to them. Sie können zu dir kommen, aber du darfst nicht zu ihnen you come gehen. To me and learn from me. I will not learn from you. Du kannst zu mir kommen und von mir lernen, ich werde von dir nichts lernen. You have crossed the line. Du hast die Linie überschritten. You've got the stuff. Du hast das Zeug. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? With all humility and all modesty we say this, of course. Und das können wir in aller Demut sagen. As we are forgiven, we forgive. So wie wir, wie uns vergeben wurde, so vergeben wir. We receive mercy, we are merciful. Wenn wir Erbarmen erleben, dann geben we wir Erbarmen, grace, sind wir barmherzig. We are gracious. Wenn wir Gnade erfahren, sind wir gnädig. Hallelujah. Praise God.